Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous in der Gamma. Und es ist eigentlich immer wieder spannend, das Spiel zu starten. Und eigentlich könnte ich jedes Mal drauf wetten, bei welcher Version sind wir jetzt? Heute sind wir schon bei der Gamma 1.02. Hat sich jetzt aber so inhaltlich aber nichts mehr getan, sondern das ist alles Bugfixing, Tweaking und so weiter und so fort. Also neuen Inhalt gibt es jetzt nicht. Aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Wie ihr vielleicht seht, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, ich habe ein bisschen Geld verdient. Ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen, dass ich das alles nicht aufgenommen habe, weil ich habe wirklich viel zerstört. Und habe unter anderem zwei Dropships kaputt gemacht. Einen Imperial Clipper habe ich zerstört. Interessanterweise gab es aber für alle relativ wenig Geld, sag ich mal. Also für dieses Dropship in der letzten Folge oder vorletzte Folge, weiß ich gerade nicht mehr, gab es ja so um die 34.000, glaube ich. Und für das letzte Dropship, was ich kaputt gemacht habe, gab es 12.000, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Aber naja, ist egal. Ich will jetzt aber mal gucken, was können wir uns denn momentan für Schiffe leisten. Ja, die Anaconda wohl eher nicht bei 146 Millionen momentan der Preis. Nee, danke. Die Viper wäre interessant, aber auch die ist leider immer noch zu teuer. Nee, finde ich nicht gut. Eagle Hammer und eine Howler. Für mich momentan uninteressant, weil ich zerstören will. Also mehr gibt es hier leider nicht. Na gut, dann gucke ich heute mal, was können wir denn noch einbauen. Mir wurde gesagt, man könne die Plätze tauschen, und das habe ich auch gesehen, was ziemlich cool ist. Ihr seht, hier kann ich auf Swap drücken und dann kann ich die hier oben hinsetzen. Was ziemlich geil ist, wie ich finde. Also man kann jetzt die Hardpoints tauschen. Das heißt, ich habe jetzt hier unten zweimal die Laser. Und obendrauf habe ich die Minikanone. Ziemlich cool. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich heute noch irgendwas Schönes ausrüsten kann. Cargo-Scanner bringt mir nichts. Ich habe ja keinen Ladeplatz. Deswegen, also, da habe ich nicht viel von. Oder Moment, habe ich. Nee, habe keinen Ladeplatz. Was kann man noch kaufen? Live-Support scheiße ich drauf. Eigentlich würde ich gerne eine neue Powerplant haben. Das fände ich super. Sensor-Array. Oh, nee. Bringt mir nix. Was haben wir denn hier noch so? Schildgenerator haben wir. Gibt's da einen neuen? Nee. Aber was ich hier gerade sehe, ein Cargo-Rack mit 8 Kapazität. Das ist natürlich nice. Aber was könnte ich dafür ersetzen? Also ich habe mir überlegt, ich bleibe jetzt erstmal hier eine Zeit lang in der Ecke. Also wir sind jetzt quasi wieder am allerersten Ursprungsort. Eranin und so weiter. Und wir ziehen dann weiter zum Sol-System, wobei eigentlich. Ach nee, komm. Wir fliegen einfach direkt zum Sol-System weiter. Und machen uns hier nicht gar nicht lange rum. Mal gucken, ob das hier wieder funktioniert. Yep. Oh, für was gibt's denn da so viel Geld? Ich nehme das einfach mal mit. Das ist eine also eine Zerstörungsmission gegen Vrak. Habe ich noch nie gesehen. Dafür müssen wir nach Azelus Prime, das mache ich dann aber wahrscheinlich auf dem Rückweg. Und jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg ins Sol-System. Ich weiß gar nicht, wie weit das noch ist. Wie weit ist das denn noch? Navigation. Ich gebe jetzt einfach mal Erde ein, also Earth. Ui. Also ist im Sol-System. Ja, und wie komme ich da hin so? Eieieiei. Also erstmal nach Rakipala. Oh, das ist schön, da können wir über Aulin können wir da noch einen müssen wir einen Abstecher machen. Ach, das ist ja gar nicht mehr so weit, wenn ich mir das so angucke. Das sind noch 6, 7 Sprünge. Also, weil die hier sehen relativ klein aus, die unteren Sprünge. Das ist hier super. Alles klar, also als erstes mal nach
Eranin oder Ibotis. Eranin, Ibotis, Aulin, alles klar. Auf dem Weg werde ich dann vielleicht noch den einen oder anderen Kerl zerschießen, aber da gucken wir dann. Ich habe übrigens mittlerweile, kann ich euch ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Oder was heißt aus dem Nähkästchen plaudern? Einfach mal ein bisschen plaudern, während ich mich auf den Weg mache. Ich habe mir mittlerweile unglaublicherweise mein erstes Tablet gekauft. Unglaublich. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme drum rum, aber ich habe mir jetzt gedacht, warum eigentlich mal nicht? Und zwar beim Amazon Prime Cyber Monday habe ich das abgestaubt. Kostet also ein Acer Iconia One 7 heißt das. Kostet eigentlich 119 Euro. Ich habe es für 69 bekommen. Ziemlich cool. Und ist halt ein ganz billiges. Also es ist kann nichts Großartiges. Aber ich habe mir das tatsächlich extra auch für also extra für Let's Plays gekauft eigentlich. Und aber auch im Speziellen für Elite Dangerous. Weil da kann ich jetzt quasi immer meine Handelsrouten drauf planen. Weil da gibt es ja so ein paar Seiten. Wenn ihr da übrigens noch eine gute kennt, sagt's einfach mal, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ich brauche unbedingt wieder eine neue gute Seite für Handeln. Und hier seht ihr übrigens mal, wie das mit dem Fuel Scoop funktioniert. Wollte ich nur mal sagen, ne? Genau, also wenn ihr eine tolle Handelsseite habt, einfach mal in die Kommentare schreiben, weil da kann ich dann auch mal ein bisschen planen. Auf meinem Tablet, dafür wie gesagt extra gekauft. Ich bin gespannt, wie das so funktionieren wird. Ich hoffe, das wird super. Ich fliege jetzt übrigens gerade mal die Navboje an und gucke mich da ein bisschen um. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere Opfer da. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich möchte jetzt nicht die ganze Folge rumfliegen, einfach nur stur einen Sprung nach dem anderen durchziehen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das muss nicht sein. Lieber noch ein paar Leute nerven. Vielleicht finden wir ja irgendwie da so einen coolen Typ, der sehr viel Geld wert ist. Hier zu meinem, wie heißt's? Jetzt habe ich es vergessen. Ach genau, zu meiner Powerplan, die habt gerade gesehen. Es mussten ein paar Systeme abgeschaltet werden, damit ich überhaupt alle meine Waffen benutzen kann. Und hier haben wir mal so einen Orca. Komm, bitte. Sei böse. Schade. Genau, ich musste ein paar Systeme abschalten, damit ich überhaupt was machen kann. Das möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr. Der ist auch clean, oder? Ja, scheiße. Ach komm, Leute, was ist hier los? Was haben wir da unten? Das ist der Orca, glaube ich. Aber hier drüben sind noch zwei. Die sehen aber aus, als würden sie gerade auf Durchreise sein. Komm, bleib mal stehen. Was bist du für eins? Oh, eine Sidewinder. Komm schon, sei böse. Ich will dich aus dem Himmel blasen. Ach, Mann, schade. Schade, schade, schade. So. Mehr Power auf den Antrieb. Was haben wir denn da? Ach, das ist die Orca. Okay. Und eine Cobra. Komm schon, bitte. Wenigstens du. Ach, Mann! Was ist denn mit euch los? Ihr Pussys. Ungünstig. Soll ich dich trotzdem aus dem Himmel blasen? Nee, kann ich nicht machen. Kurz mal auf die Kontaktliste. Ich gehe mal davon aus, dass gleich jemand wieder ins System springt. Einfach mal Daumen drücken. Ach nee, komm, das ist mir jetzt zu blöd. Moment. Doch, da kam gerade jemand. Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich einfach mal kurz in Super Cruise und hole mir eine Signalquelle. Da sind zwei, da ist noch einer. Wer bist du? Oh, der wird schon als Unknown angezeigt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Yes, Baby. Du bist fällig, mein Freund. Tschüss.
Erstmal ein bisschen mit der Autokanone vorarbeiten. Ah, oh, das gefällt mir. Da, stirb, stirb, stirb. Ja, jetzt machst du nichts mehr, gell? Aber nicht abhauen, mein Freund hier. Das Ganze mal schön haken. Und weg ist er. Hey, für den gab es sogar 1600. Meine Herren. Für so eine Pussy? Und eine Igel. Der hat da wohl dazugehört. Das war wahrscheinlich der zweite. Schieß doch auf mich. Meine Güte. Traust du dich nicht? Wo bist du denn? Komm, schieß auf mich. Schieß doch endlich. Schieß. Schieß. Ich werde dich nicht als erstes angreifen. Na gut. Dann suche ich mir mal kurz einen anderen raus. Blake Heaves. Oh, eine Anaconda. Das könnte interessant werden. Hallo. Ich glaube, ich werde so geschrotet, Alter. Ich... Soll ich es wagen? Anaconda ist halt echt tödlich. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Ach, der hat nicht mal ein Schild? Was ist mit dir los, Alter? Also wenn er nicht mal ein Schild hat, dann könnte das sogar was werden. Oh, jetzt fliege ich aber mal ein Stück rückwärts, weil jetzt wird es mir gerade doch ein bisschen zu bunt. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, also... Ja, ja, komm, I will end you, einen Scheißdreck wirst du tun. Pussy. Kauf dir erstmal ein Schild. Ich weiß aber nicht... der eventuell noch was in der Hinterhand hat. Wow, jetzt bin ich aber nah dran. Aber der kümmert sich anscheinend gerade eh um die anderen. Ich versuch mal... Scheiße. Wow, jetzt hat er aber gerade irgendwie doch nur auf mich gezielt. Aber er hat sich anscheinend auch mit den anderen angelegt. Okay, jetzt habe ich noch einen zweiten Feind auf dem Radar. Wer ist das? Das Sidewinder. Okay, auf die scheiße ich jetzt aber erstmal kurz. Ich kümmere mich jetzt nur mal um die Anaconda. Daher, dass er kein Schild hat, ich schalte mal kurz auf seine Drives auf. Wobei, ich bin nicht hinter ihm, oder? Nee, ich bin direkt vor ihm. Doch, ich treffe seine Drives. Zumindest teilweise. Ja, das ist gut. Ich glaube, Hä? Wie kann ich denn dem seine Drives treffen, wenn ich nicht hinter dem bin? Das ist doch jetzt seine Nase, die auf mich gerichtet ist, oder nicht? Na gut, ist mir letztendlich aber auch gerade ziemlich egal. Oh mein Gott. Warte mal, ich mache mal ein bisschen Power auf meine Schilde drauf. Boah! Ah, ich muss schon wieder eine Shield Cell reinhauen. Wo ist er denn hin? Wir sehen nicht mehr. Doch, da ist er. Der verfolgt mich, kann das sein? Es wäre also durchaus ratsam. Oh, jetzt kriegt er aber von allen Seiten was drauf. Ich wollte gerade sagen, dann wäre es aber durchaus ratsam, wenn ich jetzt tatsächlich mal seine behinderten Antriebe kaputt mache. Der soll mir nicht mehr hinterherfliegen.
Alter, was der an Autocannons drauf hat. Ich setze mich mal ganz langsam an den dran. Uah, nicht so schnell. Alter, warum fliegt der denn? Der fliegt mir dauernd entgegen. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Boah. Meine Güte. Wenn ich diesen Kill nicht kriege, dann werde ich sauer. Weil ich habe jetzt schon so viel Geld für den rausgeblasen. Allein an Munition und Shield Cells. Das passt auf keine Kuhhaut mehr. Jetzt muss ich aber wieder näher ran, sonst funktioniert... Ach Mann, ich bin die ganze Zeit rückwärts geflogen. Warte mal, jetzt kommt er aber auf mich zu. Okay, die Drives sind sowieso hinüber, fällt mir gerade auf. Komm schon! Meiner! Meiner! Nein! Ihr seid alle des Todes, ihr Schweine. Das gibt es nicht. Jetzt haben die mir meinen Kill geklaut. Da kriege ich doch einen Kotzkrampf. Na gut, aber was soll ich mich aufregen, ganz ehrlich. War ein interessanter Kampf. Mehr aber auch gerade nicht. So, dann hole ich mir jetzt den hier. Und wenn ihr mir den auch noch klaut, dann reiße ich euch aber so hart den Arsch auf. Glaubt da aber, ey. Jetzt treffe ich den nicht mal. Doch. Alter, da ist mir wieder jemand fast durchs Fadenkreuz geflogen. Bleib stehen, du Schweinchen. Ich brech dich auf wie ein Reh. Komm schon. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfair. Wie können die das tun? So viel Geld reingeblasen. Was ist denn hier noch an Schiffen gerade unterwegs? Also, Federal Sec. Federal Sec. Hier ist es gerade ziemlich vollgeschissen mit Federal Security. Was haben wir denn da? Fisch. Fisch und Algen. Ja, schade, dass ich kein Geld dabei habe. Keinen Laderaum dabei habe. Warum ist denn der hier wanted? Ich würde es ja zu gern ausprobieren, was passiert, wenn ich den jetzt abknall. Aber hinter mir sind gerade auch drei neue Leute gespawnt. Hm. Wo sind sie denn? Mir fällt gerade auf, ich bin schon so hart über der Zeit drüber gerade. Das ist gar nicht gut, weil ich muss das noch verarbeiten, dass die Folge pünktlich kommt. Deswegen sage ich jetzt mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ärgerlich, dass ich hier keine Beute gemacht habe, aber naja, passiert. Macht's gut, Leute. Tschüssi.